Hallo und guten Tag. Mein Name ist Martin Krausch, ich bin Systems Engineer bei der Firma Brokit und möchte heute unsere SDN-Lösungen vorstellen. Insbesondere unseren Brokit SDN-Controller, wie Sie ihn beziehen, selber aufsetzen und testen können. Aber zunächst einmal die Frage, was steckt überhaupt hinter dem Thema SDN und was bewirkt das Protokoll OpenFlow? Warum Software Defined Networking, abgekürzt SDN? Nun, Applikationen steuern mehr und mehr den Bedarf in Netzwerken. Das heißt, man möchte eine echte Ende-zu-Ende-Datenstromverwaltung haben, hat das Problem, dass heutige Netzwerkprodukte durch ihre ASIC-basierte Architektur eher auf Geschwindigkeit als auf Funktionalitätsumfang ausgelegt sind und dass die Mischung verschiedener Hersteller ebenfalls bedeutet, dass man viele, viele verschiedene Verwaltungsoberflächen hat, die man einzeln aufsetzen, pflegen und beherrschen muss. Zudem kommt immer mehr der Ruf nach Bereitstellung von Services auf Zuruf auf. Das heißt, dass in großen Unternehmen die Mitarbeiter einfach gewohnt sind, auf Zuruf neue Applikationen oder Services bereitgestellt zu bekommen. Self-Service-Portale wären hier die Lösung, die allerdings auch hier wieder schwierig zu etablieren und einzurichten sind. Sie sehen, das klassische Netzwerk tut sich schwer mit dynamischen Strukturen. Das heißt, fixe Systeme sind schwierig zu programmieren und unflexibel. Es gibt viele verschiedene Schnittstellen mit verschiedenen Funktionsumfängen und hinzu kommt noch, dass man in modernen Netzwerken ebenfalls virtualisierte Netzwerkservices hat, wie zum Beispiel das bekannte vMotion-Verfahren von VMware. Das bedeutet im Praktischen, dass man eine virtuelle Maschine von einem Server zu einem anderen Server verschieben kann, aber das Netzwerk, was darunter sitzt, entsprechend umprogrammiert werden muss, damit die virtuelle Maschine an der neuen Position weiter funktioniert. SDN bedeutet die Einführung einer neuen Netzwerkarchitektur. Zum Vergleich. In der klassischen Welt haben Sie verschiedene Hersteller mit verschiedenen Maschinentypen, wobei jede Maschine ihr eigenes CLI, also ihr eigenes Command-Line-Interface besitzt, ihr eigenes Netzwerkmanagementsystem, eine proprietäre sogenannte Control-Plane, das heißt die Steuerung der Logik in den Systemen herstellerspezifisch ist und unten drunter zumindest einen Basissatz an standardisierten Protokollen, um ein gewisses Maß an Interoperabilität gewährleisten zu können. Bei der Einführung eines SDN-Controllers, das heißt einer zentralen Logik zur Steuerung des Netzwerkes, verhält es sich so, dass die Kontrollpläne quasi logisch in den Controller verlagert wird. Man hat hierbei einheitliche Interfaces zur Programmierung und Standardprotokolle, mit denen dieser Controller mit den einzelnen Herstellern kommunizieren kann. Sie sehen hier den schematischen Aufbau des Brokit SDN-Controllers mit seinen einzelnen Northbound- und Southbound-Schnittstellen. Insbesondere haben wir ein Neutron-Plugin für OpenStack und haben halt verschiedene Schnittstellen, insbesondere OpenFlow, für die Anbindung von Produkten anderer Hersteller, unserer eigenen SDN-fähigen Produkte und natürlich auch von virtualisierten Produkten, sogenannten NFI-Produkten, wie beispielsweise virtuellen Routern oder Load Balancern. Das System an sich ist eine offene Plattform, das heißt, wir haben keine Protokollabhängigkeiten. Sie haben bei uns vollen Support durch das Brokit Technical Assistance Center. Das heißt, das unterscheidet uns von Open-Source-Lösungen auf dem Markt, die dann leider nicht unter Wartung oder unter Support fallen. Und durch den speziellen Hybrid-Port-Modus in unseren SDN-fähigen Brokit-Produkten haben wir die Möglichkeit einer sanften Integration dieser neuen Technologie, worauf ich dann später noch zurückkommen möchte. Insbesondere möchte ich noch einmal kurz auf das OpenFlow-Protokoll zu sprechen kommen, was wir in der aktuellen Version 1.3 unterstützen. Hierbei wird der SDN-Controller über eine Applikation mit Regeln versorgt und setzt diese über das OpenFlow-Protokoll in sogenannte Bitmuster um. Diese Bitmuster werden in den einzelnen Switchen oder Routern in sogenannten Flow-Tables gespeichert und bei durchgehenden Datenströmen werden nun die Bitmuster mit diesen Strömen verglichen. Und je nachdem, ob es eine Übereinstimmung gibt, kann dann eine zugeordnete Aktion ausgeführt werden. Diese kann beispielsweise lauten, dass die Daten ganz einfach verworfen werden, dass es für diesen entsprechenden Datenstrom eine Bandbreitenbegrenzung gibt, dass die Daten an andere physikalische Ports oder Portgruppen umgeleitet werden oder aber auch, dass die Daten selber manipuliert werden in der Form, dass ich WLAN-IDs, MAC-Adressen oder Quality-of-Service-Settings umschreiben kann. Sie sehen, mit OpenFlow kann man sehr, sehr viele Manipulationen und Steuerungen der Daten vornehmen, die man mit einer normalen Switching- oder Routing-Software nicht so einfach umsetzen kann. Kommen wir nun zum konkreten Installationsprozess für den Brokit SDN-Controller.
Ich habe mich als Plattform für den Ubuntu-Server entschieden, den Sie kostenfrei unter der Webadresse www.ubuntu.com herunterladen können. Weitere Informationen zum Installationsprozess finden Sie übrigens ebenfalls auf dieser Homepage. Wenn das System installiert wurde, ein kleiner Tipp, Sie sollten auf jeden Fall darauf achten, dass Sie eine statische IP-Adresse für den Server vergeben. Das können Sie tun, indem Sie ganz einfach den VI-Editor aufrufen unter Ubuntu und dann die Datei-Interfaces entsprechend so ändern, dass Sie eine statische Adresse haben, dass Sie Ihr Gateway richtig setzen und dass Sie Ihre Netzwerkmaske richtig konfigurieren, damit Sie eine Verbindung zum Internet bekommen. Für Windows-basierte User, die mit dem Ubuntu CLI-Set noch nicht so vertraut sind, würde ich ebenfalls empfehlen, den sogenannten Ubuntu Desktop nachzuinstallieren. Dabei handelt es sich um eine grafische Oberfläche, die mit der Maus bedient werden kann und die ebenfalls einen Webbrowser mit sich bringt, mit dem Sie dann gleich auch den SDN-Controller von unserer Homepage herunterladen können. Der Vollständigkeit halber noch eine Liste von Programmen, die zusätzlich vor der Installation des SDN-Controllers installiert werden müssen. Diese sind ebenfalls in unseren Installationsdokumentationen hinterlegt, aber hier entsprechend nochmal aufgeführt und danach kann es jetzt endlich losgehen, unseren Paketcontroller zu installieren. Die einfachste Methode, nun den Paket SDN-Controller herunterzuladen, ist, wenn Sie auf dem Ubuntu-Server den bereits integrierten Browser benutzen, das ist hierbei der Mozilla Firefox. Sie verbinden sich ganz einfach auf unserer Homepage unter der Adresse www.brocade.com, warten einen Moment, bis die Seite geladen hat, gehen dann weiter unter dem Punkt Menü, Product and Services, weiter rechts unter SDN Controllers and Applications und können dann hier durch den Klick auf diesen Button eine freie Trial-Version herunterladen. Sie müssen sich lediglich in einer Maske kurz eintragen, das heißt Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Firma eintragen und in welchem Land Ihre Firma sitzt und werden danach auf einen Download-Link weiterverwiesen, wo Sie halt entsprechend das Softwarepaket beziehen können. Nach erfolgreichem Download des Programmpaketes befindet sich dieses im Verzeichnis Downloads. Sie müssen als nächstes in diesem Verzeichnis das entsprechende Paket entpacken, das heißt, Sie wechseln mit CD-Downloads in das Verzeichnis und geben den Befehl tar-zxvf ab, danach mit dir noch einmal überprüfen, ob das Ganze geklappt hat und sehen hier, es gibt jetzt einmal das Originalpaket und einmal einen neuen Folder, in dem sich jetzt diese ganzen Programmdateien befinden. Wechseln Sie ganz einfach in den Folder und rufen Sie die Installationsprozedur install bsc auf. Das Ganze ist eine interaktive Prozedur, das heißt ab und zu wird sie die Installation nach gewissen Parametern fragen, beantworten Sie einfach alle Fragen mit Yes für Ja und nach einer gewissen Zeit meldet sich das System mit einer IP-Adresse, worauf Sie dann später per Browser auf das System zugreifen können. Das ist übrigens die gleiche Adresse, die Sie vorher im Ubuntu-Server als statische IP-Adresse hinterlegt haben und schließlich und endlich ist das System dann installiert und nun betriebsbereit. Zum Starten und zum Stoppen des Controllers auf dem Ubuntu-Server gibt es ebenfalls noch zwei einfache Kommandos, und zwar das Kommando Start und das Kommando Stopp. Um nun letztendlich zu überprüfen, ob das Ganze auch wirklich über einen Webbrowser erreichbar ist, müssen Sie sich jetzt auf die statische IP-Adresse des Servers verbinden. Zwei Anmerkungen hierzu, bitte benutzen Sie den Google Chrome Browser, da dieser von uns offiziell unterstützt wird, und achten Sie darauf, dass Sie hinten die Portnummer 9001 angeben, da sonst die Verbindung nicht zustande kommt. Nach erfolgreicher Installation starten Sie bitte Ihren Google Chrome Browser und navigieren zur statischen IP-Adresse des Brocade SDN Controllers. Loggen Sie sich bitte ein mit dem Usernamen Admin und dem Passwort Admin. Und wenn Sie sich eingeloggt haben können, dann haben Sie erfolgreich Ihren Brocade SDN Controller installiert. Nach erfolgreicher Installation möchten Sie mit Sicherheit gerne Ihren SDN-Controller testen. Dafür gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Zum einen können Sie Hardware von uns benutzen, also ein SDN-fähiges Brocade-System, oder aber, wenn Sie keinen Zugriff darauf haben sollten, können Sie das genauso gut über eine virtuelle Netzwerkstruktur machen, die Sie mit einem netten Tool namens Mininet selber erstellen können. Bei Mininet handelt es sich um ein Tool, mit dem Sie schnell und einfach
virtuelle Netze bestehend aus Hosts und Switches simulieren können. Das Besondere hierbei ist, dass die Mininet-Systeme OpenFlow-fähig sind, um sie in SDN-Controller integrieren zu können. Weitere Informationen und auch die entsprechenden Software finden Sie unter http://mininet.org. Nachdem Sie nun Mininet erfolgreich heruntergeladen und installiert haben, können Sie hier mit einem einzelnen Kommando ein gesamtes Netzwerk kreieren. Beispielsweise bauen wir hier eine Baumstruktur mit der Tiefe 2 und können auch direkt den SDN-Controller mit seiner statischen IP-Adresse auf dem Port 6633 dort registrieren. Wir starten das ganz einfach mal und sehen, Mininet baut uns nun eine Struktur mit 3 Systemen und 4 Hosts und generiert auch netterweise direkt die Verbindung unter den Systemen. Um uns das Ergebnis anzuschauen, gehen wir auf unseren Brocade SDN-Controller, loggen uns wieder ein mit admin-admin, starten den Topology Manager und sehen, dass automatisch 3 Mininet-Switches erkannt worden sind. Wenn wir drauf schauen, dann sehen wir auch, dass direkt 2 Flows etabliert wurden, und zwar sind das die Flows Ethernet-Type 35020. Das ist hier in diesem Fall entsprechend ein dezimaler Code, will nichts anderes heißen, dass das für LRTP-Pakete zutrifft, hexadezimal 0x88cc und ein weiterer Ethernet-Type 2054. Das sind ARP-Pakete, die hexadezimal 0x806 darstellen. Das heißt, ARP- und LDP-Pakete werden automatisch an den Controller weitergeleitet, damit dieser daraus eine Topologie-Map und eine Host-Anbindung erstellen kann. Was wir noch nicht sehen, sind die entsprechenden Hosts. Das liegt daran, dass wir noch keine ARP-Einträge haben. Das können wir allerdings schnell ändern, indem wir einfach per Mininet den Befehl ping all absetzen. Das heißt, das System lässt nun alle Hosts untereinander pingen und Sie sehen links mit fortschreitendem Ping werden mehr und mehr Hosts erkannt und dann in die Topologie mit aufgenommen. Was Sie auch sehen ist, dass die Pings nicht durchgehen. Das liegt daran, dass in der Mininet-Demo die Ports kein Hybrid-Port-Mode, sondern Hybrid-Switch-Mode-Ports darstellen. Heißt ganz einfach, dass wenn OpenFlow-Regeln nicht übereinstimmen, also nicht matchen, dass diese Pakete einfach verworfen werden und nicht ganz normal weitergeleitet werden. Wir werden im nächsten Beispiel bei den Brocade-Systemen sehen, dass sich dort im Hybrid-Port-Mode-Verfahren sich dieses grundlegend von diesem Verfahren unterscheidet, wo halt die Pakete dann trotzdem befördert werden, wenn halt Regeln nicht zutreffen. Wir brechen das Pinging hier ab, weil wir jetzt unsere 4 Hosts erkannt haben und können uns diese Hosts jetzt hier auch nochmal anschauen. Das heißt, Sie sehen auch hier, es werden auch die IP-Adressen erkannt, die vom Mininet automatisch fortlaufend vergeben wurden. Und damit haben wir nun unsere gesamte Infrastruktur entsprechend dargestellt. Wenn Sie Zugriff auf ein SDN-fähiges Brocade-System haben sollten, möchte ich Ihnen auch hier kurz zeigen, wie Sie dieses schnell und einfach an den SDN-Controller anbinden können. Wir schauen uns einfach mal die Konfiguration an. Wir benutzen hierbei das System ICX6610 mit der Softwareversion 8.0.3. Haben entsprechend unten ein VLAN generiert mit den beiden Ports 131 und 231 und einem Routing-Interface mit der Nummer 99. Weiter unten sehen Sie, wir haben OpenFlow aktiviert in der Version 1.3 und haben den Controller mit seiner statischen IP-Adresse auf dem Port 6633 hinzugefügt. Nun muss man auf den einzelnen Ports auch OpenFlow aktivieren. Sie sehen hier auf den Ports 131 und 231, dass wir den sogenannten Hybrid-Port-Mode aktiviert haben. Und schließlich und endlich auf dem Routing-Interface 99, dass die IP-Adresse .142, um das System gleich anpingen zu können. Wenn wir nun überprüfen wollen, ob der OpenFlow-Controller erreichbar ist, gibt es ein einfaches Kommando, das da lautet Show OpenFlow-Controller. Wir sehen, das System ist erreichbar und des Weiteren kann man auch sofort sehen, ob das System schon vom Controller Flows gelernt hat. Sie sehen hier, ja, hat es. Es gibt 2 entsprechende Flows, die Datenpakete zum Controller senden, und zwar für die Ethernet-Types 0x806 und 0x88cc. Das sind die beiden Ethernet-Types für ARP- und LDP-Pakete, womit der Controller dann seine entsprechende Topologie im Topology Manager erstellt. Wenn wir nun zum Controller rübergehen, uns dort einloggen, wieder mit Admin und Admin und hier auf den entsprechenden Topology Manager klicken, dann sehen wir, das System ist hier entsprechend aufgeführt. Das ist das System ICX und Sie sehen auch hier,
Das System kann eingesehen werden. Sie sehen hier, die beiden Flows werden dargestellt und auch die entsprechenden beiden Ports, auf denen wir OpenFlow nun aktiviert haben. Als Besonderheit können wir das System jetzt trotzdem von außen anpingen. Das ist der große Unterschied zum Mininet. Das heißt, wir haben hier den Hybrid-Port-Modus aktiviert. Das heißt, wenn eine OpenFlow-Regel nicht greift, kann das System Datenpakete ganz normal weiterleiten. Und in dem Fall pingen wir einfach über diese entsprechenden Interfaces, die wir gerade konfiguriert haben, im VLAN 99, das System aus seinem Routing-Interface, der Punkt 142. Und Sie sehen, hier geht der Ping jetzt durch, weil halt entsprechend dieser Hybrid-Port-Mode den ganz normalen Datentraffic parallel zum SDN-Overlay weiter erlaubt. Sie sehen, es ist gar nicht so schwer, unseren SDN-Controller aufzusetzen und entsprechende Maschine dort anzumelden. Bleibt nur noch die Frage, wie programmiere ich den Controller, dass entsprechende Regeln oder Flows in die Maschine übertragen werden? Nun, auch dafür gibt es von Brokit entsprechende Applikationen, zum Beispiel den Brokit Flow Optimizer, den ich Ihnen aber gerne in einem weiteren Video näher bringen möchte. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen.